Hallo, lieber Krebs. Schön, dass du da bist zu deiner Legung für den Monat Oktober. Ich freue mich sehr, jetzt für dich gleich in die Karten zu schauen, was der Monat Oktober so mit sich bringt. Wir schauen uns verschiedene Stationen an, von den Hürden über die Geschenke des Monats, über die Liebe und Partnerschaft und auch Beruf und Finanzen. Ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Spaß und achte auch immer noch auf die Legungen zu deinem Aszendenten, Mond und Venuszeichen, sodass du den besten, allumfassenden Blick bekommst auf den Monat Oktober. Und dann starten wir mal rein. Einmal bitte für den Krebs die Energie. Mit welcher Energie geht denn der Krebs hier aus dem Kollektiv in den Monat Oktober hinein? Können wir hier einmal bitte die Energie bekommen? Königin der Schwerter, okay. Du gehst mit einer sehr klaren, unabhängigen Energie in den Oktober hinein. Vielleicht hast du dich auch von etwas gelöst, ja? Oh ja, hast du. Hier haben wir den Turm hinten. Vielleicht hast du eine Trennung hinter dir. Vielleicht hast du den Job gekündigt, vielleicht wurde dir gekündigt, vielleicht hast du eine Freundschaft verloren, vielleicht gab es familiär etwas, dass du jemanden verloren hast oder halt dich von jemandem getrennt hast, auch auf familiärer Ebene. Vielleicht aber auch einfach ein abrupter Wohnortwechsel oder, oder. Ich habe aber das Gefühl, du hast dich hier von etwas gelöst, was dir eben nicht mehr gut getan hat, was dir zu klein war, was dich eingeengt hat und du fühlst dich jetzt befreiter, unabhängiger, klarer. Du weißt, was du willst, wo du hin möchtest und du bist sehr, sehr stark, vor allem mental sehr stark. Das heißt, du achtest sehr stark auf deine Gedanken und lenkst sie in eine positive Richtung. Auch wenn du so ein bisschen, es kann auch natürlich sein, dass manchmal die Einsamkeit kommt. Wir werden weiter gucken, was das genau ist und so. Aber generell erlebe ich dich in einer guten Energie. Du hast dich von etwas befreit. Ja. Was haben wir denn hier als Hürde im, na, da kommt's schon, im Oktober? Page der Münzen ist die Hürde. Was haben wir hier hinten? König der Münzen. Die Hürde könnte in einer Liebesangelegenheit liegen. Ich habe hier den, ich sage noch eine andere Option, aber erstmal die Liebe. In einer Liebesangelegenheit könnte es sein, dass du hier mit dem König der Münzen zu tun hast. Das heißt, jemand, der in einer sehr geerdeten Energie ist, eher ein bisschen gediegener ist, würde ich sagen, auf Stabilität und Sicherheit baut. Und jemand, der zwar eventuell Interesse an dir hat oder wenn das dein Partner ist, jemand, der dir zwar wohlgesonnen ist, aber die Angebote, die Avancen, sage ich jetzt mal, vom König der Münzen sind hier in der Pagenqualität. Das heißt, kleine Krumen, die man dir hinwirft, kleine Angebote, die zwar auf Dauer zu etwas Großem werden können, denn es ist die Münzenergie, aber es frustriert dich so ein bisschen, ja. Ich habe hier so das Bild, dass es dir einfach nicht schnell genug geht, nicht entschieden genug ist, zu träge für dich ist, ja. Königin der Schwerter, du bist so, ich weiß, was ich will, da geht's lang, zack, zack, ja, zack, zack. Luftenergie ist eine schnellere Energie natürlich. Und das könnte die Challenge sein, dass du hier dich in Geduld übst, dass du dich über die kleinen Angebote freust, über die kleinen Dinge, wie man dir entgegenkommt oder sogar seine Zuneigung zeigt. Wenn das nicht die Liebe bei dir ist, dann habe ich hier als Hürde auf beruflicher Ebene, König der Münzen ist, könnte ein Chef sein, der dir ein Jobangebot unterbreitet, eine Beförderung unterbreitet, aber das fällt nicht so groß aus, wie du es dir erhofft hast. Ja, die Gehaltserhöhung ist kleiner, als du dir gewünscht hast. Der neue Job ist nicht so gut, wie du es dir gewünscht hast. Ne? Das ist so die Energie. Was haben wir denn als Geschenk? Als Geschenk haben wir hier liegen, und ich möchte hier einmal auch hintergucken. Als Geschenk haben wir hier liegen, dass du sehr gut abwägen kannst. Wir haben hier das Abwägen dieses Angebots. Also das, was die Hürde ist, gleichzeitig, du kannst das gut nehmen. Du kannst damit gut spielen. Du bist nämlich ein Mensch,
du bist jetzt nicht, wie soll ich sagen, du bist die Königin der Schwerter, du bist nicht übereifrig, sondern du kannst dich ganz gut kontrollieren. Das heißt, du sagst nicht sofort ab oder du reagierst nicht sofort motzig oder sagst, dann war es eben der Mann nicht, dann soll es der Job nicht sein, dann sage ich ab, sondern du kannst dich gut kontrollieren auf eine sanfte Art und Weise und sagen, hey, Moment mal, ruhig Blut, reg dich nicht auf, zieh dich zurück, überleg, lass uns mal abwägen, was ist hier das Richtige und lass uns sehr weise entscheiden, ob das langfristig was für uns ist. Lass uns weise entscheiden, ob uns das langfristig gut tut. Also ich erlebe dich besonnen hier und das ist das Geschenk, deine Besonnenheit und deine mentale Stärke tatsächlich, wo du einfach sagst, ich überlege, ich sage nicht sofort ab oder ich sage nicht sofort das Date ab, nur weil das jetzt nur der Kaffee ist für eine Stunde, ja, das wäre jetzt so, ja, wir können uns schon zum Kaffee treffen, aber ich habe nur eine Stunde Zeit, weil der König der Münzen nichts überstürzen will oder eben das Jobangebot, ja. Also deine Besonnenheit ist dein größtes Geschenk im Oktober. Was haben wir denn konkret in der Liebe? Lass uns mal in die Liebe gucken. Was haben wir denn in der Liebe? Die Gerechtigkeit. Wenn es hier etwas gab in der Liebe, was dich verletzt hat, eine Aussage, ein Streit, eine Diskussion, dann kommt das ins Reine. Das wird in die Klärung kommen. Und das wird wieder in den Frieden und in die Harmonie kommen. Wenn es eher so ist, dass du dich hier aus einer sehr schwierigen Partnerschaft befreit hast, was durchaus der Fall sein kann, ja, dass du dich hier befreit hast, dann habe ich hier, dass das, was schwer war, wo viel Streit war, das kommt auch in den Frieden. Also in der Liebe sehe ich ganz viel Frieden hier für dich, ganz viel Ausgeglichenheit, Ruhe auch, ja, nicht Stillstand, aber Ruhe. Frieden, Ausgeglichenheit, vielleicht auch eine Wiedergutmachung, eine Entschuldigung, eine Wiedergutmachung. Wir schauen in der weiterführenden Legung da näher rein, aber das ist so der erste Eindruck. Was haben wir hier? Das war es schon im Beruf, Finanzen, Hobby. Beruf, finanziell, in deinen Hobbys geht es darum, bei der Sache dran zu bleiben. Wie ich es vorher gesagt habe, die Energie, das ist die Hürde, dass es ein kleines Angebot ist, dass es nicht sofort das große Los ist und dass es darum geht, dass du an dieser Sache beruflich zum Beispiel dran bleibst. Einfach sagst, hey, Schritt für Schritt, ich werde besser, dann kriege ich noch mal mehr Geld oder dann geht es in die Gehaltserhöhung oder dann... Dann, wenn du selbstständig bist, gewinne ich mehr Kunden. Ich habe hier schon Kunden, nicht so viele, wie ich mir erhofft habe, aber ich bleibe einfach dran und das ist kein Problem. Das ist wirklich die Energie, die ich hier sehe. Und auch wenn es um Hobbys geht, dass es darum geht, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Es geht darum, dran zu bleiben. Es geht darum, nicht sofort die Flinte ins Korn zu werfen. Vielleicht kennst du das. Man hat voll Lust, tanzen zu lernen zum Beispiel. Und dann ist man erst in der ersten Tanzstunde und denkt sich, oh Gott, ich habe zwei linke Füße, ich kann gar nichts. Eigentlich hat mir Musik immer Spaß gemacht und Tanzen, aber ich lasse das vielleicht lieber. Und die Karte möchte dir sagen, nee, bleib da dran. Du kannst da besser werden und urteil nicht so schnell. Ja? Streng dich ein bisschen an, könnte man auch sagen. Ja? Streng dich ein bisschen an und zieh dich nicht sofort wieder in deine Komfortzone zurück. Ja? Zieh dich nicht sofort wieder zurück. Lern was Neues, könnte es auch hier sein. Ja? Gerade beruflich, vielleicht braucht es eine Fortbildung für dich, eine Weiterbildung. Vielleicht möchtest du was Neues lernen, besser auf einem Gebiet werden. Genau. Mit welcher Energie gehst du denn raus aus dem Oktober? Ritter der Stäbe. Mit Leidenschaft. Also du gehst rein mit mentaler Stärke, mit Unabhängigkeit und raus geht es mit mehr Leidenschaft. Leidenschaftlich her, vielleicht hast du dich wieder mehr in deine Arbeit verliebt, in ein Hobby, was dir Freude bereitet, was so eine Leidenschaft wieder entfacht. Denn hier erlebe ich dich natürlich auch so ein Stück weit hart, ja?
nicht nur im negativen Sinne, aber du musstest vielleicht sehr stark sein, um dich aus einer Sache zu befreien. Und jetzt kommt wieder mehr die Freude, das Spiel, Spaß, Abenteuer. Ja, das kommt wieder mehr in dein Leben. Das Feuer des Lebens, die Flamme des Lebens, die entfacht sich wieder mehr in dir. Vielleicht auch durch eine Sache, die hier in die Klärung, in den Frieden kommen konnte, in der Liebe. Was haben wir denn hinten drauf? Den Magier haben wir hier hinten drauf. Ja, also die Leidenschaft, wieder etwas anzupacken, durchzustarten, für dich die Dinge möglich zu machen. So sehr du vielleicht hier enttäuscht bist, dass die Dinge nicht so schnell gehen, so sehr wandelt sich das Blatt und du kommst in die Magierenergie und sagst, hey, ich mach's möglich. Vielleicht dauert es einen kleinen Moment länger, aber ich mach's möglich. Und ja, du wirst so ein bisschen angespornt, ja? Du wirst so ein bisschen angespornt, das sehe ich. Und ich bin jetzt wahnsinnig gespannt, in der weiterführenden Legung für dich zu gucken, was wir hier im Frieden haben. Ist das eine Versöhnung zwischen dir und jemandem? Ist das etwas Neues, was in dein Leben kommt? Was haben wir hier liegen? Und das werde ich einmal machen mit diesen Tarotkarten. Hier schaue ich in deine Energie, in die Energie deines Gegenübers. Was empfindet dein Gegenüber für dich? Worauf läuft das Ganze hinaus? Schaue ich mit diesen Karten. Dazu nehme ich mir noch die Tea Leaves zur Klärung und ich ziehe dir aus diesem Göttinnen-Orakel eine Göttin, die dich im Oktober begleiten wird, die dir zur Seite stehen wird und deinen unwiderstehlichen Magnetismus entfachen wird. Denn das können Göttinnen besonders gut. Und ich stelle dir quasi die Energie dieser Göttin zur Verfügung. Die weiterführende Legung findest du hier drunter unter diesem Video in der Infobox. Der erste Link ist es. Ich freue mich sehr, wenn wir uns dort sehen. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Einschalten, danke für dein Vertrauen. Ich freue mich, wenn du mir einen Kommentar, ein Like und ein Abo dalässt und sage bis gleich auf der anderen Seite.